Hallo, hier ist der Juiced. Ja, dies wird eine VA für den ISA 69. Und zwar, ja, meine China-Folder. Das Thema, nicht wirklich meine China-Folder, sondern generell, was man dazu so sagt. Ob sie einem gefallen oder nicht, oder was auch immer, warum man die überhaupt kauft. Dafür zeige ich natürlich auch meine Folder, aber ich zeige nicht alle. Definitiv nicht. Ich will versuchen, das nicht ganz so lang zu machen. Ja, fangen wir an. Erstmal im generellen China-Folder. Ich bin ganz froh, dass es China-Folder gibt. Ich bin Sammler. Und wenn es jetzt aus China nichts geben würde und ich nur zum Beispiel aus USA bestellen müsste, oder ihr wisst, was ich meine, ich glaube dann, ja, weiß ich nicht, ob ich dann großartig sammeln könnte, würde. Zumindest wird alles sehr lange dauern. Von daher bin ich erstmal alles, was vernünftige Designs und keine Klone sind, bin ich eigentlich ganz froh drum. Ja, jetzt kommen wir mal hier zu so einem Kubei. Kubei. Zack, das ist China. Wir haben hier D2 Stahl. Genau da. So, ich muss das nämlich mal. Ja, Titan. Wir haben ein Kugellager drin verbaut. Das ist jetzt, falls sich einer wundert, nicht das lilane, sondern das graue. Ich habe davon zwei. Bei dem waren jetzt keine Unterlegscheiben. Aber für 50 bis 60 Euro. Volltitan, ein, sagen wir mal, rasantes Design und ein, ja, D2 Stahl. Das finde ich schon cool. Das, ja. Natürlich kann man jetzt darüber reden, wie arbeiten die Leute da. Vielleicht arbeiten die aber auch gerne da. Man weiß es nicht. Also, das sind immer alles nur so Vermutungen. Ich denke mal, noch keiner von uns hat mit irgendwelchen Leuten aus der chinesischen Fabrik gesprochen. Das Ding ist einfach der Hammer. Das schneidet top. Funktioniert alles. Es ist schon ganz schön geil. Dann gibt es natürlich so diese Ganzos. Hier mit dem Access Lock. Ja, da muss man ein bisschen Glück haben bei den Dingern. Im Grunde nutze ich diese Ganzos gerne auch verarbeitet mittlerweile. Ja, kostet nicht viel, vor allen Dingen nicht, wenn man direkt bei China bestellt, also Gearbest. Das ist das Modell, was wir zerkratzt hatten. Obwohl die Beschichtung ging eigentlich. Also die Dinger werden auch immer besser. Ja, und für die Arbeit, da würde ich jetzt, weiß ich nicht, es kommt natürlich immer auf den Job an. Ich bei mir würde zum Beispiel kein Para 2 als Dauermesser mitnehmen. Ich hab's auch mal mitgenommen, ja. Aber wirklich so für, ach komm, Messer, zack. Nein. Da kann man diese Ganzos nehmen. Ja, viele Designanleihen, sag ich mal, okay. Ja, das muss man, ja, wer gar nicht drauf steht, der kauft sich's einfach nicht fertig. Enlan. Sehr stabiler Folder. EL01, glaube ich. 8CR13 MOV. Ich finde, ein kleiner Panzer. Ungefähr 20 Euro, kostet aber bei Amazon auch nicht viel mehr. Das heißt, man muss das Ding gar nicht in China bestellen. Ja, in China wird es wahrscheinlich noch günstiger sein. Aber wer es nicht kann, guckt bei Amazon. Robustes Messer, Flipper, kein Kugellager. Wenn man es ein bisschen einspielt und ölt, flippt das Ding auch raus. Man hat viel Schneide. Gut verarbeitet, weil das kommt ja auch noch dazu. Die Chinesen neigen dazu, auch in den günstigen Bereichen, in den ganz teuren kann ich natürlich nicht persönlich so mitreden, aber die in den günstigen Bereichen werden die auch gut bis besser. Also nicht besser jetzt gegenüber zu USA oder so, das meine ich jetzt nicht. Ich meine, sie werden generell nicht mehr so wie vor,
weiß ich nicht, 10 Jahren, wo man das nur noch so Schrottmesserchen gekriegt hat. Sanremo, ja, durchaus. Ich muss mal kurz überlegen, aber ich glaube wirklich, mit Sanremo habe ich durchaus positive Erfahrungen gemacht. Für kleines Geld, auch bei Amazon kann man mal gucken. Die meisten Messer sind klein, aber selbst so ein 70-10, ich habe eine, ja, fast 10er Hand, sage ich immer, macht man sich einfach jeden Lanyard dran. Und zack, ist das wie, als wenn man einen großen Griff hat. Man hat einen Hohlschliff, das Ding schneidet super. Und dass so ein kleines Messerchen so cool und so günstig produziert wird und dann auch noch so gut funktioniert, ja, das sind so Sachen, die mich immer, ja, faszinieren. Sag ich mal, es läuft top. Zack. Ja, jetzt gerade will es nicht ganz, aber es läuft. Ja, ich weiß, hier wird immer oft von einem Sebenser-Klon gesprochen, wo ich sage immer, ja, also ich habe diese Variante ja auch in Titan. Und hätten sie jetzt hier noch mehr Änderungen gemacht, hätte ich es mir vielleicht auch nicht geholt. Warum? Ich hatte ja gesagt bei dem Titan, dass dieser komische Pocketclip, den ich gar nicht mag, der funktioniert gut, aber ich mag das nie. Das sieht immer so billig aus, finde ich, wenn das hier so drum geht. Aber sie haben es wenigstens bei dem Titan gelassen. Das finde ich schon mal ganz gut. Dieses hier. Es ist von der Funktionalität, von der Klinge, von der Ergonomie. Ja, ich will nicht sagen perfekt, aber sehr universell. So kann man sagen. Also es kommen, werden sehr viele Menschen werden mit diesem Messer klarkommen. Und wenn man mal ganz ehrlich ist, ja, man bräuchte nicht viel mehr. Natürlich könnte man jetzt noch sagen, wenn einem das scheißegal ist, ja, dann holst du dir das als Sebenser und dann hättest du Schluss. Hättest du, dann hast du alles. Zack. Und für alle anderen, die wirklich mal ein Messer suchen, einfach nur so, weil die keine Sammler sind, einfach ein cooles Messer wollen, ja, würde ich also immer wieder dieses hier empfehlen. Entweder mit Frame Lock oder mit Liner Lock, weil es einfach nur universell ist. Zack. Man braucht hier nicht irgendwie achten, wie sind meine Finger, weil hier noch 700 Griffmulden sind. Zack. Ist einfach gerade. Funktioniert super. Schneidet top. Richtig scharf. Das ist schon cool. Wer natürlich das Geld über hat, soll sich das Sebenza holen. Ich hatte ja schon mal das Umnumsan. Geiles Messer. Mehr kann man da nicht zu sagen. Einfach ein geiles Messer. Ja, was haben wir noch? Chinesen. Real Steel. Da habe ich jetzt einfach mal das Tor genommen. Ja, die Preise sind relativ weit runtergegangen. Aber die Vielfalt an Messern, was Real Steel zum Beispiel bei den Chinesen raushaut. Also ich hätte jetzt mal ganz grob gesagt, da ist für jeden was dabei. Also jeder. Ja, ob, die haben ja Titan, die haben nur aus Stahl, die haben mit G10, die haben alles. So, und die preistechnisch, sagen wir mal, heute sind die ja jetzt wieder ganz gut. Ja, so ein Tor könnte man neu auch für ungefähr 45 € kriegen, wenn man ein bisschen im Web sucht. Und die Titanmesser sind. Liegen immer so bei 250, gehen dann meistens auch irgendwann mal wieder runter. Ja. Und die Verarbeitung soll ja auch stimmen. Ich rede jetzt von den Titanmessern. Zack. Auch das hier. Top-Messer. Real Steel ist. Ja. Ist ganz cool. Was haben wir noch? Es gibt. Ruike, sag ich immer. Rike. Wie auch immer, ja, hört man im Moment bisschen weniger von, finde ich. Ich hatte mal gesehen, dass da wohl auch Titanmesser für 60 € rauskommen sollen. Ich weiß nicht. Anscheinend kommen sie nicht mehr raus. Ja, Rike.
Ich habe jetzt, ich glaube, drei. Lass mich nicht lügen. Ich glaube, drei. Und bin im Groben auch zufrieden. Und für diese Preise, was kosten die? Ich glaube, das hier kostet aktuell 38 Euro. Da ist die Verarbeitung auch sehr cool. Ein bisschen Ruike hat, finde ich, auch eigene Designs. Hätte ich jetzt mal gehört, wenn einer sagt, nein, das ist von dem und dem, könnt ihr mir das gerne reinschreiben. Aber ich finde, die sieht man nicht so oft. Solche Designs. Natürlich gibt es immer so was Ähnliches, natürlich. Aber jetzt hier auch zum Beispiel, das ist nicht gerade. Das geht wirklich hoch. Und da muss ich dann halt natürlich immer sagen, ja, die meisten von, schon alleine nur von denen jetzt hier, sind manchmal besser wie eine gewisse, ja, wie sagt man das, wie so eine Eissorte, ne? Ich weiß nicht, ob man das hier so einfach so sagen darf. Ihr wisst schon, dieses große Eis mit Mandeln und so und dem weißen Schokolade. Ja, die sind meistens ein bisschen besser, weil ich habe von den anderen auch welche. Tick gut. Hauptsitz, ja, ich komme jetzt natürlich nicht auf den richtigen Namen. Das ist, glaube ich, ein Taschenlampenhersteller. Auch Hauptsitz China. Ja, manche mögen es, oder was heißt manche mögen es? Manche sagen, es sieht relativ normal aus. Ja, es sieht relativ normal aus. Wir haben hier Washer drin. Das Ding ist bombenfest. Wir haben einen relativ coolen Griff. Eine schöne Schneide, eine optisch ansprechende Klinge, wenn man es mag. Wir haben Flipper, der auf Washern läuft. Wenn man ihn ölt, funktioniert er auch. Ich habe hier, sieht man es, glaube ich, da ist auch noch ein bisschen Öl dran. Ja, die haben jetzt halt diesen rausziehbaren Clip. Was ich jetzt nicht so toll finde, weil wenn er in der Tasche steckt, er zieht sich meistens immer hoch. Bei diesem Modell. Die anderen zwei hatte ich noch nicht. Aber ansonsten ist das ein robustes, cooles Messer. Und die Dinger liegen auch. Ich weiß es nicht. Ich will jetzt nicht lügen. Ich glaube, so um die 40 Euro würde ich dem Ganzen so vorziehen. Ich persönlich. Na. Also ich denke mal auch die Vielfalt in China. Natürlich gibt es, ich weiß nicht, 300 Benchmade, ja, verschiedene. Das meine ich jetzt nicht. Ich meine so diese ganzen Firmen. Ich glaube, denke mal, es gibt mehr China-Firmen als USA-Firmen. Hätte ich mal jetzt so gesagt. Das ist natürlich cool. Da ist immer für jeden irgendwas dabei, preislich. Es gibt natürlich auch, hier ist ein HX Outdoors. Mit der Marke komme, werde ich noch nicht ganz so warm. Das Messer an sich ist cool. Wir haben auch einen AUS-8 Stahl. AUS-8 Stahl. Zack. Aber natürlich haben wir auch Megaspiel im Detent. Ja, das heißt jetzt nicht, dass das alle Modelle haben. Das heißt auch nicht, dass ich mir nie wieder ein HX Outdoors holen werde. Nur, das gibt es natürlich auch. Ich denke mal, ich weiß es nicht mal, weil man hört ja auch von den großen anderen Firmen auch immer so ein bisschen Schwankungen. Aber ich denke mal, also jeder sollte wissen, dass bei den günstigen Chinesen, also China-Messern, natürlich die Schwankung in der Produktion größer ist. Also Gansus. Ich habe zum Beispiel nicht oft Glück mit Gansus. Ja, da gibt es welche, die haben vielleicht von 10 Gansus 1, was schlecht war. Zack, Fura Gear. Aktuell das neueste, ja, China-Messer, D2 Stahl. Ein insgesamt sehr geiles Messer. Flipper auf Kugellager. Wenn man natürlich ein bisschen genauer guckt, zu dem Preis von, wenn es nicht im Angebot war, liegt es trotzdem bei 25 Euro aus China. Ja, das sollte man immer nicht vergessen. Da gibt es hier immer am G10, an der Verarbeitung selber, auch die Liner.
Die sehen jetzt so ein bisschen nicht ganz so mega geil verarbeitet aus. Wenn einer einfach nur einen geilen Flipper sucht, ja, such bei mir das Video und kauf dir das Ding. Das ist okay, aber wenn einer wirklich makellos, egal für welchen Preis, makellos alles hier haben möchte, Finger weg. Ganz einfach. Das Ding schneidet sogar wirklich gut. Fuhrgear hätte ich jetzt mal grob gesagt, hört man jetzt auch nicht viel Schlechtes. Also ich rede jetzt vom wirklich Schlechten. Ja, wieder so eine Marke. Zack, die gut funktioniert. Anscheinend. Ich bin, also ich finde es wirklich richtig cool, das Messer. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ist schon, ja, der ist cool. Und diese Vielfalt, das mag ich. Ja, Stenemon, Zoom Knives. Wie heißt das? ZKC, zack, zack, zack. Ihr könnt es ja lesen. Stenemon Design, auch China. Hat nicht das schönste Orange. Ja. Ist aber, ich glaube zu wissen, dass es das einzigste neben MyManix ist, MyManix 2, wo du die Achsschraube anballerst. Also ich meine jetzt nicht hier, ja, warte mal ein bisschen, nee, ein bisschen nicht. Nein, du nimmst das Ding und gib's ihm. So, wir haben natürlich ein Kugellager, aber so, und wenn du das nicht machst, weil ich habe das nämlich erst später gemerkt, wenn du dieses Feineinstellen machst und du spielst damit ein bisschen, und ich rede nicht von 10.000 Öffnungen, ich rede von ein paar Mal, dann zieht die sich fest, warum auch immer. Aber es funktioniert. Hier hast du kein Klingspiel, hier hast du gar nichts. Das Ding ist geil, man musste ein bisschen nachbearbeiten. Also ich habe es gemacht, damit ich besser den Liner-Lock wegdrücken kann. Wer nicht so empfindlich ist, braucht es nicht machen. So. Ich glaube, um die 80 € liegen die Dinger. Wir haben 440C Stahl, wir haben geiles Design, wir haben sehr stabiles Messer. Ja. Am Anfang wurde bemängelt, dass hier nur eine G10-Seite ist. Das ist jetzt knapp 2 Jahre her. Also heute siehst du das öfter. Das ist kein Problem. Das Ding ist bombig. Da wackelt nichts, da bewegst du nichts. Es ist einfach ein geiles Messer. Zack. Und also mittiger geht's nicht. Einfach geil. Und zu teuer ist das nicht. Definitiv nicht. Weil, ja, wenn was anderes draufstehen würde, wird auch was anderes kosten. So, jetzt haben wir hier natürlich ein bisschen rumgehabelt. So, jetzt haben wir ein bisschen aktuell. Da zeige ich jetzt mal kurz zwei Messerchens. Einmal dieses hier, das Poltergeist Real Steel 3.0.01. So. Das ist top. Richtig geil. Und das ist, finde ich, auch cool. Ein, ich glaube, Poltergeist Works, ich glaube zu wissen, aus Polen kommt der Mann. Und der geht zum Chinesen oder wie auch immer oder von mir aus auch andersrum. Und die ballern uns so ein geiles Design hin, wo man sonst wahrscheinlich 3 Jahre drauf warten müsste. Oder wahrscheinlich vom Preis her gar nicht sich leisten kann. Und das hier für aktuell, ich glaube, 38 € diese Version. Also das ist sowas von mittig. Es läuft sehr geil ohne Klingspiel. Zack. Das ist einfach top, so das, was die Chinesen da machen. So, da haben wir natürlich noch eins. Ganz ehrlich. Ich weiß jetzt gar nicht, wie es heißt. Element. Ich glaube, Real Steel, Poltergeist, Element.
Migata-Griff. Zack, auch ein Poltergeist-Design. Wir haben den N690. Zack. Wir haben auch ein Kugellager. Aber ich finde, es läuft so richtig cool. Es ist kein Freefaller. Aber es läuft richtig geil. Also ich mache das gerne. Zack, ich habe mir auch, ich habe gemerkt, wer jeder, der sich das noch nicht gekauft hat, ja, man sieht es ein bisschen spiegeln. Die Schneidphase, die da drauf war, fand ich jetzt nicht perfekt. Nicht perfekt gemacht, sondern wie sagt man das? Sie war zu stabil. Also für mich nicht fein genug. Ich habe mir das ein bisschen feiner gemacht. Jetzt geht das besser mit dem Schneiden. Vor allen Dingen Salami oder so. Also ich weiß, dass viele lachen, aber an Salami kannst du es wirklich gut testen. Das Messer ist einfach geil. Wir haben einen breiten Griff. Man hat richtig was in der Hand. Das Gewicht. Falls der Supracor zuguckt. Das Gewicht hört sich auf dem Papier viel an. In der Hand ist es perfekt. Also es ist wirklich perfekt. Es bleibt in deiner Hand. Es will nicht irgendwie weg, weil es zu leicht ist oder die Klinge zu schwer ist oder so. Es fühlt sich richtig geil an. Ich finde, hätte sogar schon fast gesagt, es fühlt sich perfekt an. Also das ist wirklich top. Da braucht man keine Angst haben. Zack, wenn man es benutzt, fühlt es sich super an. Ist ein geiles Messer. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und das Klinglauf macht richtig Bock. Ja, wieder so eine Zusammenarbeit mit den Chinesen. Ja, finde ich cool. Finde ich richtig geil. Es geht jetzt natürlich nur um Chinesen. Ich könnte jetzt auch geile Zusammenarbeiten aus den USA sagen. Aber geht jetzt leider nicht darum. Oh, jetzt habe ich euch hier weggeömmelt. Ich muss euch mal kurz wiederholen. So. Ja, habe ich euch. So. Was haben wir noch hier? Zack. Bestek Knife. Das Krampus mit D2. Liner Lock. Ja, eine relativ neue Marke. Chinesisch. Ja, ich hätte. Also ich hätte es jetzt auf Real Steel Niveau schon geholt. Also es fühlt sich gut an. Es funktioniert sehr gut. Also es ist eine geile Marke anscheinend. Ich denke mal nicht, dass es das letzte war, was ich habe. Ihr habt jetzt gerade den Reißverschluss gehört. Das liegt bei mir auf dem Tisch in der Nähe. Nur ich habe keinen Bock, dass das irgendwie einfach nur rumfliegt. Darum ist das ein bisschen geschützt. Das sind ja so die nächsten Messer, die jetzt alle kommen. Die liegen sehr nah bei mir, dass ich die auch benutzen kann. Auch wenn die relativ neu aussehen. Trotzdem muss ich damit schneiden, um euch irgendwas zu sagen. Aber wie gesagt, ich muss ihn nicht kaputt machen. Und das Teil ist wirklich cool. Ich denke mal, Bestek, ja, gehört zu so einer Marke, wo man nicht viel falsch machen kann. Ja, genau. Was haben wir jetzt? Ja, genau. Da kommt nämlich die nächste. Zack. QSP Knives. QSP Knives. Zack. D2 gemarkt. So. Paladin. Ja, Paladin. Ein sehr großes Messer mit einem relativ für manche ungewohnten Griff, weil er so abfällt. Aber ich finde, es schmiegt sich sehr gut rein. Das hier, das kann das hier reindrücken und hier oben drückt es das zurück. Und irgendwie hat man hier eine coole Handlage drin. Ist natürlich auch kugelgelagert. Läuft sehr schön. Ich habe jetzt gerade noch eins zu besuchen, QSP Knife. Anscheinend haben mehrere dieses Problem, wenn ich den Liner Lock wegdrücke,
mal. Ich will mal gucken, ob wir das sehen. Zack, drücke ich den weg. Und bin dann hier genau auf dem G10. Weil die beiden haben die gleiche Höhe fast. Das G10 steht ein, ach, weiß ich nicht, ein Viertelmillimeter oder so was höher. Ganz ein bisschen nur. Und dann kann es sein, dass man sich einklemmt. So, jetzt habe ich gemacht. Also ich nehme eine helle Klinge, dann sieht man es vielleicht. Einfach nur, ich glaube, ich habe es mit dem Para 2 gemacht, weil das schön fein war. Ich bin einfach nur hier schräg reingegangen, habe einmal hier schräg das G10 weggekratzt. Seitdem habe ich nicht mehr das Problem. Bei dem QSP-Knife, was ich jetzt gerade hier habe, da ist es mir den Tag auch passiert, ist nur nicht meins, darum kann ich das nicht einfach wegschneiden. Also wenn ihr mal so eins habt und euch klemmt da was, einfach hier einmal ein bisschen anfasen. Weil das hier nämlich, das G10 ist hier relativ rechtwinklig. Dann könnt ihr euch hier die Haut einklemmen. Ja, das ist mies. So, ansonsten ist das ein geiles Teil. Wirkt sehr stabil. Schöner, dicker Liner. Also, ja, das ist schon wieder so diese Vielfalt, die aber auch irgendwie funktioniert. Das ist mittig. Top. Also die beiden, die kannst du eigentlich schon fast gleichsetzen. Hätte ich mal jetzt gesagt. Ne? Wenn ihr andere Erfahrungen habt, könnt ihr das gerne machen. So, was haben wir denn noch? Ja, benutze ich sehr gerne. Das Kaiser Aileon. Zack. Aileon. So. Wir haben warte. Mal gucken, ob wir das drauf kriegen. Ja, S35VN. So. Und das Messerchen ist hier Titan. Wir haben hier dieses ja, hier für den Framelock, dass er nicht überdrücken kann. Den Überdehnungsschutz haben wir aus Edelstahl. Wir haben auch hier eine neue Version. Die haben den Pocket Clip geändert in einen 3D Pocket Clip, der eigentlich auch gut funktioniert. Hier gibt es nur einen, an dem ganzen Messer gibt es einen Punkt, was mich stört. Vielleicht seht ihr es schon. Ja, die haben, früher hatten die einen flachen Clip. Und irgendwie haben die es nicht hingekriegt, dass diese Schraube ungefähr genauso weit rausguckt wie diese Schraube. Das war's. Wir haben hier einen Hohlschliff. Wir haben S35VN. Wir haben Titangriff. Wir haben Washer. So große Washer wie reinpassen. Ich glaube. Ich weiß nicht, ob man es. Warte mal. Das sind Kunststoffwascher. Ich denke nicht, dass wir uns. Ja, da. Weiße Kunststoffwascher. Schöne, große. Und ich muss sagen, wir haben einen sehr schönen Klingenlauf. Wir haben einen mittigen Klingenstand. Und der hat sich bis jetzt auch noch nicht verändert. Das ganze Ding kriegt man. Der höchste Preis, den ich je gesehen habe, war 125 Euro und meistens kriegst du es, sagen wir mal, für 90. Ich habe es für 87 gekriegt, neu. Ja, und das ist einfach geil. Es macht richtig Spaß. Hohlschliff, natürlich eine feine Spitze. Selbstverständlich sollte man damit nicht hebeln. Aber was ich gerade gesagt habe, das mit dem Umnumsan. Und jetzt nicht die Hände über den Kopf schütteln. ja, es fühlt sich vom Klingengang und vom Aufmachen. Also es kommt dem Ganzen schon sehr nah. Ja. Also das muss ich wirklich sagen. Wir haben die gleichen Materialien. Ich will jetzt nicht sagen, hier und das ist viel billiger als deins. Nein, wahrscheinlich wird Chris Reeve wird noch krassere Toleranzen haben. Das will ich gar nicht behaupten. Ich will nur sagen, dass man mit diesem Messer ziemlich nah rankommt. Ich will gar nicht auf den Preis eingehen. Aber das Teil schneidet gut.
Es liegt sehr gut in der Hand. Es hat schon wieder diesen Knick. Das hatten wir nämlich gerade auch schon mal. Es ist irgendwie cool. Wir haben hier kein Jimping, kein überflüssiges. Hier ist ein schöner Übergang. Zack. Und auch hier haben wir einen schönen Übergang. Das ganze Messer ist richtig geil. Ich nutze es ganz einfach, wie jedes andere Messer auch. Und zwar sehr gerne. Das ist so, hört sich jetzt doof an, aber das ist jetzt im Moment mein Chris Reeve. Ja, ich weiß. Ist vielleicht ein bisschen weit hergeholt. Vielleicht aber auch nicht. Man weiß es nicht. Also ich finde es wirklich cool. Macht seinen Job sehr gut. Und sowas ist natürlich dann, ja, manche würden jetzt sagen, unter gewissen Umständen nur möglich. Aber es ist halt möglich. Und das finde ich natürlich cool. Cool für mich, sagen wir es mal so. Wer auf sowas nicht steht und lieber USA, Russland, was auch immer, der soll das machen, ne? Also, ich denke mal, ich mache das ja nur aus einem Grund nicht, weil ich ja E-Messer sammle. Stellt euch mal vor, ich hole mir jedes, weiß ich nicht, jeden Monat zwei, drei, keine Ahnung, Benchmade oder Spider-Kurs. Also, schon allein, um in die Versuchung zu kommen, mache ich es nicht. So, hier haben wir wieder ein gutes Beispiel für, ja, Perfektionität wäre jetzt schon ein bisschen übertrieben, aber zumindest in dieser Preisklasse finde ich es schon relativ perfekt. Was Verarbeitung angeht, wir haben D2 haben wir hier. Zack, da ist D2, wir haben Titan, wir haben G10, wir haben eine tolle Handlage, V-Knife, die Klingen sind relativ frei, wir haben ja das V-Logo, da, ja, und da ist natürlich ganz geil, ne? Wenn man so ein Messer hat. Ich glaube, wir haben sogar hier Keramikkugellager, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Ja, und das finde ich natürlich das Coole, das wäre jetzt natürlich nicht möglich, wenn es die Chinesen nicht geben würde, muss ich natürlich ganz ehrlich sagen. Dann hätte ich auch gar nicht so viele Messer. Zack. Wird nicht in den Genuss kommen. In sowas. Ja, das ist cool. So wie ich jetzt mitgekriegt habe. Ich nenne es mal jetzt die günstige Marke von V-Knife. Damit ich jetzt noch nicht zu viel verrate. Aber ihr vielleicht schon wisst, was kommt. Ja. Wird wohl was zu mir kommen. Ich Glückspilz. Ja, und da freue ich mich auch schon wieder drauf, dass diese Dinger sollen auch top verarbeitet sein. Ich denke mal auch in der Klasse von denen. Vom Bestek und QSP Knife. Also das ist sehr cool. Nee, also China-Messer insgesamt. Ich glaube, ich kann jetzt mal noch da so machen. Ha, ich glaube, ich habe es nämlich langsam raus. Ja. Jeder das Seine, jeder wie er möchte. Wer überhaupt nichts mit China-Klappe anfangen kann, würde ich nie sagen, was bist du für einer? Nein, ganz im Gegenteil. Jeder wie er mag. Für mich ist es eine coole Sache. Ich kann viel ausprobieren, ich kann viele Messer haben. Die meisten haben wirklich eine gute Qualität im Verhältnis zu dem Preis. Und das gefällt mir einfach. Das ist cool. Und wirklich, zack, das solche Messerchens sind ganz geil. Ja, Isa, guck mal gerade auf die Uhr, 34 Minuten. So lange wollte ich nicht, aber es ist so lange geworden. Jetzt kommen wir ganz schnell zum Ende. Meine Gedanken, also wie gesagt, richtig reine Klone. Nein, alles andere. Gefällt mir. Finde ich gut, dass es das gibt. Und das war's eigentlich. Wer noch durchgehalten hat, der Link zum Isa ist natürlich unten
verlinkt. Ja, gut, dann bedanke ich mich bei euch und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschö.